Hallo und herzlich willkommen bei uns im Garten. Ich verspreche euch schon seit, ich glaube, einem guten Jahr, euch mal mit in unseren Garten zu nehmen. Und im Livestream habe ich es jetzt nochmal versprochen und wir haben beschlossen, wir fangen einfach mal an mit der Gartensaison. Heute ist der 15. Mai, das heißt, die Eisheiligen sind rum. Die Nacht werden es nur 4 Grad, aber ich denke, die Pflänzchen werden es überleben. Die haben ja schließlich auch den Balkon bis jetzt überlebt. Was werden wir machen? Schlicht und ergreifend erstmal unsere Tomätchen. Hinter der Kamera im Übrigen mein Sohnemann. Hallo. Ja, unsere Tomaten. Ich weiß nicht, kriegst du das hin? Nicht ja. So schnell das Bild. Die sehen jetzt etwas schwächlich aus. Sie brauchen dringend Wasser. Sind ganz normale Supermarkttomaten. In diesem Jahr machen wir das Ganze mal so ein bisschen, klassisch eher wohl nicht so, sondern wir kaufen uns ganz viele Sachen. Das heißt, 3 normale Tomaten. Dann haben wir hier, lass mich drauf gucken, eine Fleischtomate. Hier haben wir eine Eiertomate und da eine Cocktailtomate. Die kommen heute auf jeden Fall in die Erde. Davor werden wir legen Zuckermais. Denn das hat sich der Mensch hinter dem Handy, deshalb auch die schlechte Qualität, also nicht wegen dir, sondern der Ton. Ach so, dann ist alles gut. Ja, den Zuckermais hat sich nämlich mein Sohnemann gewünscht. Das ist auch das Einzige, was wir haben, was ein F1 ist. F1, ich weiß nicht, ob ihr wisst, F1, nicht F1. F1 ist hochgezüchtet, im Endeffekt auf Ertrag. Große Pflanzen, kräftige Pflanzen und viel Ertrag. Wenn ihr daraus Samen gewinnt, heißt das, in der nächsten Saison kann ganz kleine und mickrige Pflanzen bei rauskommen oder Riesenpflanzen mit ganz wenig dran und so weiter und so fort. Aber ich habe gedacht, wir wollen es einfach nur mal ausprobieren mit dem Zuckermais. Also geht dieses Jahr auch hier mal ein F1 Hybride, heißen die, glaube ich. So, hier auf dem zweiten Beet kommen Buschbohnen. Ja, das habe ich mir gewünscht und denke, da sind wir auch ganz froher Dinge. Das ist Falljahr, fadenlos. Ich habe mir doch, kann man mal machen. Die werden wir nicht reihenweise legen, sondern horstweise legen. Das heißt immer so wie so eine 5 auf dem Würfel, alle 30 cm und dann können stützen die sich beim Wachsen selber und ich denke, das sollte gut funktionieren. So, dann gehen wir ans andere Ende des Beetes. Da versuchen wir uns an Porree. Ja, Porree, blaugrüner Winter heißt das gute Teil. Und die Saatgutfirmen hier, das ist einfach nur, weil es regional ist. Ja? Hergestellt wird es zwar nicht in Quedlinburg, aber macht ja nichts. Keine Ahnung, wo es herkommt. Ich glaube, auch irgendwo aus Sachsen-Anhalt, kann durchaus sein. Ich habe es irgendwo gelesen, aber ich finde es jetzt nicht. Den werden wir hier reinsehen. Einfach nur, weil wir es ausprobieren wollen. Ob es noch was wird, wissen wir nicht. So, damit ist im Endeffekt das Beet durch. Bohnen sind ja ganz viele drin. Dann haben wir ein drittes Beet angelegt. Ich hoffe, dass ich irgendwo drauf trete. Ja, musst du wohl. Genau. Hier vorne haben wir uns entschlossen, ein etwas ganz schnelles Radieschen. Ja, geht immer schnell und ist alles schön und gut. Auch kein F1. Ist aber nur für so eine Sachen, die man sowieso verzehrt und keine Samen zieht, jetzt nicht wirklich wichtig. Ja, also meines Erachtens nach. Das werden wir hier in kleinen Reihen setzen. Und hier hinten, in dem mittleren Teil des Beetes, haben wir uns entschieden für Pflücksalat. Ganz schlicht. Da steht da amerikanischer Brauner. Ja, probieren wir einfach mal aus. Ja. Ein bisschen Salat, die wollten wir schon. Ein bisschen was, nicht so viel. Genau. Und Basilikum, weil ich finde, Basilikum ist ein Kraut, was man immer gut haben kann. Gerade so für Tomatensoßen, Schnicki-Schnacki, das kann man nämlich super trocknen, also wunderbar. Probieren wir aus, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Reicht für 350 Pflanzen. Ui. Ja. Ganze Menge. Ja, eine ganze Menge. Was haben wir noch? Wir haben noch Petersilie, die kommt aber ins Kräuterbeet, das zeigen wir euch dann ein anderes Mal. Dann haben wir heute noch geschenkt bekommen Ziermais. Ach, Ziermais. Zierkürbis als Saatgut, weil wir essen keinen Kürbis, also wird es bei uns auch keine Kürbis- oder Zucchini-Pflanzen geben. Essen wir einfach nicht, weil es schmeckt uns nicht. Wir haben es probiert, wir haben es wirklich probiert, aber... Boah. Ist nicht so unseres. Nie. So gar nicht. Ja. Naja, gut. Der Rest des Beetes, der wird erst noch gemacht. Da macht sich jetzt das Unkraut noch breit. Aber
Ja, ich würde sagen, für den Anfang reicht das erstmal. Wir probieren erstmal aus, jedes Jahr ein bisschen was anderes. Ich weiß noch nicht so ganz genau, es kann sein, dass ich mir für den Teil noch sowas wie Kohlrabi hole oder was weiß ich, mal einen Blumenkohl just for fun hinsetze. Wir werden sehen, ja. Da werden wir dann mal in den Baumarkt oder sonst wohin stürmen und gucken, was noch an Pflänzchen da ist. Ja, dann würde ich sagen, allererste Amtshandlung für dieses Jahr, die Tomaten. Ja, damit fangen wir an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. In der Hocke. Ich wurde belehrt, dass ich nicht knie, sondern hocke. ja, wir fangen mit den ersten Tomaten an. Ihr wisst ja sicherlich alle selber, Tomaten pflanzt man so ein bisschen tiefer, als sie hier in den Töpfchen stehen. Und die fangen ja auch schon wunderbar an. Ich weiß gar nicht, sieht man, ich komme mal ran. Hier diese Teilchen, das sind Geiztriebe, die müssen sowieso raus, aber wir werden die setzen bis hier. Ja, dass der Teil, der hier dann überbleibt, noch Wurzeln ziehen kann oder Wurzeln bilden kann. Und dann werden die Pflanzen einfach kräftiger. Es gibt auch die Variante, die schräg einzusetzen. Kann man auch machen, mache ich jetzt erstmal nicht. Ich bin froh, wenn ich überhaupt in den Boden komme. Denn bei uns ist das hier nämlich nicht ganz so einfach. Gut, dann werde ich hier erstmal die Blätterchen abknippen. Wenn das denn funktioniert. Ach so, die kann man da ruhig mit reinwerfen. Das macht gar nichts. Na komm. Zack. Und zack. Dann holen wir die aus dem Topf raus. Sieht doch ganz gut aus mit dem Wurzelwerk. Dafür, dass es Supermarkttomaten für 2,50 Euro sind, ist es okay. Es sind weiße Wurzeln, keine braunen. Das heißt, die sind nicht gammelig. Also alles schön. Ne? Setzen wir die hier ein bisschen tiefer rein. Nehmen das hier ein bisschen. Man könnte jetzt unten auch die Wurzeln auseinandernehmen. Das Unkraut bleibt bitte raus aus dem Pflanzloch. Und das Ästchen auch. Und zack. Und fertig. Das ist die erste. Wir machen es uns ein bisschen leichter. Daneben kommt dieses Töpfchen hier, ja? Zum Gießen. Einfach ein bisschen mit in die Erde rein. Festmachen, dass der Wind das nicht gleich wieder rauspusten kann. Und dann kann nämlich da dran gegossen werden. Weil wichtig bei Tomaten ist, dass sie schnell abtrocknen können. Ja? Braun- und Krautfäule heißt diese Krankheit. Die werden dann, wenn die nicht abtrocknen, entsteht so ein Pilz. Und dadurch wird die ganze Pflanze ja, befallen, braun, ekelhaft und alles ist hinüber. Nicht nur die einzelnen Blättchen, sondern auch die Früchte. Und dann kann man die Tomaten voll vergessen. Gut, den Rest pflanze ich jetzt ein und ich denke, daraus machen wir einen kleinen Zeitraffer. Die letzte Tomate ist die Cocktailtomate, steht auch drauf, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, bestimmt zu nah, wa? Macht ja nichts, es ist eine Cocktailtomate, steht eindeutig drauf, die setzen wir ein, die werde ich nicht ganz so tief setzen, weil Cocktailtomaten eher so die Neigung haben zum buschig werden, das heißt, die werde ich nur bis hier setzen, dass wir ein bisschen mehr Pflanze überbehalten, weil ich denke, dass dann hier auch die ersten Blüten dann relativ gleich weit unten kommen werden. So, hauen wir die auch noch in die Erde. Die habe ich auch extra nach vorne genommen, damit hier nicht so eine große Tomate uns hier auf dem Weg rankt. Das wollen wir ja nicht.
Denn wir wollen ja hier auch mal mit einer Schubkarre durchkommen. So. Drauf. Ich sage, machst du gleich hier zum Wegrand, wa? Oder willst du auch zur Mitte machen? Oh, ich mach das hier zur Mitte und gut ist. Deswegen ist es einheitlich. Ja. Ich meine, ganz gerade ist es sowieso nicht, aber muss es auch gar nicht sein. Nö. Wir sind ja schließlich im Garten. Und der Garten macht am Ende sowieso, was er will und gut ist. Jutti. Das heißt, wir haben die Tomaten drin, werden uns dann, ich denke mal, im nächsten Video mit den Buschbohnen beschäftigen. Denn die müssen auch noch rein, weil ja, es ist ja angekündigt, dass das Wetter übers Wochenende richtig schön warm werden soll. Und die brauchen ein bisschen Wärme zum Keimen. Ich denke, das könnte ganz gut werden. Wir gießen die Tomaten jetzt noch an, dann hoffe ich, dass die gut anwachsen. Ach so, die Spiralstäbe, die wir wahrscheinlich noch haben, wenn nicht, hol mal welche. Die werden wir ersetzen, wenn sie ein Stück größer sind. Ja, darauf achten, dass sie nicht so ganz nah an der Pflanze sind, damit die Wurzeln nicht kaputt sticht. Ja, ansonsten war es das erstmal mit den Tomaten. Die sind in der Erde. Ja, dann würde ich sagen, wir beide, der Mann hinter der Kamera und die Frau vor der Kamera, bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Entschuldigung nochmal, dass es jetzt ein Jahr gedauert hat, aber nur besser spät als nie. Ja, und wenn ihr möchtet, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.